Das Eichgabener Sticker-Album zeigt ja das letzte Jahr in Eichgaben, was alles passiert ist. Und da findet man folgende Dinge. Zum Beispiel ein Doppelbild vom Eichgabener Gemeinderat, dass man weiß, wer die politischen Verantwortungsträger im Jahr 2023 waren, im Jubiläumsjahr. Dann das Logo, das wir extra entwickelt haben für 100 Jahre Eichgaben, was die Kinder in der Schule entwickelt haben. Also aus mehreren Kinderzeichnungen zusammen ist das Logo entstanden. Dann sieht man unsere Einsatzorganisationen, die Rettung, die Feuerwehr, diverse Vereine, die Bildungseinrichtungen, Veranstaltungen von der Gemeinde oder die einfach in dem Jubiläumsjahr stattgefunden haben, die Seniorenvereinigungen, der USV Eichgaben zum Beispiel, das sind die Mannschaftsfotos von der Reserve, der Radlclub, die Bellarinas, die Naturfreunde, der FAV, alles was in Eichgaben quasi dafür gesorgt hat, dass das so rauschende Feste waren. Und es gibt zwei Sachen, die mir besonders am Herzen gelegen sind. Also eine war der Besuch unserer Kaiserin Sissi in Eichgaben. Das war wirklich außergewöhnlich und das war sehr gut besucht. Der lustigste Sticker in dem ganzen Album ist einfach vom Faschingsumzug, wo die Gemeindemitarbeiter und der Bürgermeister als Krugermeister und seine Minions durch den Ort gezogen sind. Das war einfach das Witzigste vom letzten Jahr. Und wie gesagt, das Sticker-Album soll einfach alle vor den Schirm holen, die da mitgearbeitet haben, dass das möglich war, 100 Jahre Eichgaben mit unseren insgesamt 105 Aktivitäten, Aktionen, Veranstaltungen. War einfach ein extrem intensives Jahr und das wollen wir einfach für die Nachwelt auch dokumentieren. Und jeder Haushalt hat dieses Album bekommen und kann jetzt selber Sticker im Ort sammeln. Entweder dadurch, dass man die Sticker direkt kauft, bei Apotheke, Rotwangel oder bei der Gemeinde oder in der Trafik, oder aber bei jedem Mal, wo man 10 Euro Umsatz im Ort macht, bei den Geschäften, kriegt man auch ein Sticker-Pack. Also bei 10 Euro Umsatz im Ort in einem der Geschäfte kriegt man ein Sticker-Pack dazu.